Hey du, ja genau du. Nein, du nicht, du. Komm mal kurz her. Sollte ich mal ein Geheimnis verraten? Weißt du, was ein YouTuber macht, wenn er sich bei seinen Großprojekten verzettelt hat und es nicht hinbekommt, den Google-Algorithmus richtig zu füttern? Dann dreht er ein Haul-Video. Viel Spaß! Willkommen in der Nobbenklötzchenscheune. Mein Name ist Blogster und ja, Freunde, es ist wahr. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Meine größeren Videos, die dauern alle noch. Ich habe Urlaub, ich habe viel geklemmt, ich habe Spaß gemacht. Ich habe ja auch vorher ein bisschen ein hohes Tempo an den Tag gelegt. Irgendwie, glaube ich, gefühlt alle 2, 3 Tage ein neues Video. Und ja, wie es halt dann so ist, man hat ja auch noch Privatleben und noch andere Sachen zu regeln. Deswegen ein bisschen eine Verzögerung bei meinen Großprojekten, die aber noch kommen, da könnt ihr euch drauf freuen. Nichtsdestotrotz ist das nur ein kleiner Gag gewesen, denn dieses Haul-Video drehe ich, weil ich wieder von euch tolle Sachen bekommen habe oder von euch Sachen abgekauft habe. Ihr wisst ja, ich kaufe lieber gebrauchte Sets innerhalb der Community als bei irgendjemandem bei eBay Kleinanzeigen, wo ich nicht weiß, ob der da Herzblut dran hat oder nur vielleicht ja dieses berühmte Spielwareninvest betreiben möchte, was ich auf der einen Seite ganz okay finde, aber auf der anderen Seite als Fan manchmal auch nicht so ganz verstehe und auch nicht gut finde. Das ist ein ambivalentes Thema. Denke ich mal, seht ihr vielleicht teilweise genauso. Und ich habe mir eine ganze Menge jetzt im Urlaub auch selber für mich gekauft, was alles mir so Lego-mäßig oder Klemmbausteinmäßig vor die Flinte kam. Ihr kennt das vielleicht, man hat Zeit und dann, oh, da ist ja noch dies und ah, da ist ja noch das. Und dann, ja, als Klemmbausteinsuchti, wie ich einer bin, komme ich nicht drum herum. Also dieses Video ist wirklich kein Lückenfüller in dem Sinne, sondern ich habe von euch tolle Sachen bekommen, die ich euch zeigen möchte und mir Sachen gekauft, wo ich auch denke, hey, da können wir mal drüber reden. Und das ist nämlich so ein Punkt, wo wir drüber reden können. Das sind nämlich die Zeitschriften. Ich weiß nicht, ob ihr großer Fan dieser von, glaube ich, von Egmont Verlag oder vom Blue Ocean Verlag, von diesen Zeitschriften rund um das Thema Lego seid. Ich bin ein großer Fan von, das ist so quasi mein Chantre-Ersatz an der Kasse. Oft sind diese Hefte ja irgendwo in der Nähe der Kasse und ich als Mann nehme dann immer mal mein Star Wars Heft oder mein DC Comics Heft mit und das habe ich auch gemacht und ich habe mir eine ganze Menge Hefte und die gucken wir uns mal an, weil es gibt dann ja auch ab und zu mal diese, wo 5, 6 Hefte in ein Heft gepackt sind und wo man dann huiuiui mit Minifiguren gelockt wird, wenn man hofft, diese Minifiguren sind da drinne. Und das machen wir mal als erstes. Da habe ich nämlich jetzt 2 Stück, nämlich das, ich weiß gar nicht, 2 Magazine im einen Extras für 4,99. Die Nummer 1 von City. Da sollen 6 Minifiguren, also sind angeblich drin und 2 davon bekommen wir. Da schauen wir nämlich gleich mal welche. Und das gleiche hier mit dem Batman Power Pack 2 aus 4. Die Nummer steht leider auch nicht dran. Doch auch da Nummer 1. Und das machen wir gleich mal auf und hoffen, dass wir da coole Figuren haben. Ihr seid also quasi mit dabei, ist also quasi ein Unboxing. Da fällt übrigens noch was runter, weil ich habe eine ganze Menge gekauft. So, wir schneiden es mal auf und gucken, was für Hefte wir drin haben und welche Figuren vor allen Dingen. Ich hoffe ja eigentlich auf den Robin. Aber nur schauen wir mal. Wir haben den Batman, das Magazin Nummer 1. Ganz cool. Und hui, die ist hier, glaube ich, gar nicht drauf. Nee, die ist hier gar nicht drauf. Schaut mal. Krass. Diese Figur hier wird hier gar nicht erwähnt. Und ich habe hier eine Harley Quinn. Richtig cool. War hier drinnen in diesem Pack. Und eigentlich werden hier nur diese 4 Figuren angezeigt, die könnten da drinnen sein. Und ich habe eine Harley Quinn. Ihr seid live dabei. Es ist das The Batman Movie Magazin Nummer 4. Oder ja, so ganz steige ich immer nicht da durch. Aber ich habe eine Harley Quinn. Richtig cool, 2 coole Minifiguren. Die habe ich zwar schon, aber die habe ich nicht. Da freue ich mich drüber. Also, hier schon mal ein bisschen Lotto gespielt und Glück gehabt. Jetzt schauen wir mal bei City hier. Tadadada. Aufreißen. Ich packe den Müll mal hier runter. Zack. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Rückseite schon mal ganz cool. Hier ist die Rückseite auch ganz cool. Und wir haben hier, oh, die Frau mit dem Blitzer aus dem, ja, 10er-Heft November. Finde ich richtig cool. Blitzer, ja, finde ich cool. Vor allem auch hier unten hat man Batman und Robin als Kartenspiel. Und hier haben wir den Astronaut. Den habe ich zwar schon, aber ganz cool. Ich habe die Green Lantern-Sammelkarte. Ich weiß nicht, ob ihr die Sammelkarten sammelt oder eure Kinder. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ja, dann habe ich mir hier noch ein Polybag gekauft. Die 30569.
Die habe ich mir nämlich alle hier beim Real gekauft, der bei uns in der Nähe ist, in Waiblingen. Da habe ich mir das gekauft und auch noch was anderes Cooles, nämlich das erste, glaube ich, ich weiß nicht aus welchem, doch auch Blue Ocean, Lego Technik Heftchen. Das habe ich für die Hedda gekauft, die ist ja Technikfreak und hier hinten kann man sich sogar seinen eigenen Landeplatz bauen, finde ich ganz cool. Natürlich bei diesen Heften immer viel, viel, viel Plastik. Und ja, die Hedda hat mir auch Hefte gekauft, in meinem Auftrag. Und zwar gibt es ja gerade bei Star Wars, ich muss aufpassen, es ist wirklich hier so viel, bei Star Wars den Finn und einen Sith Trooper im aktuellen Heft. Und das habe ich mir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal gekauft. Ja, vielleicht ein bisschen blöd, aber das sind coole Poster und ich habe die Figuren gleich. Ich bin großer Stormtrooper-Fan und Sith-Trooper sind noch cooler. Ich hatte einen sogar in meinem Auto, habe ich euch mal erzählt, deswegen musste das 6 Mal sein. Ja, den Finn, wenn einer einen haben will, schreibt mich mal an, vielleicht können wir tauschen. Der Finn, naja, ihr wisst ja. Dann habe ich Post bekommen von meinem lieben Freund Ben Briggs. Übrigens wie immer One-Taker und völlig durcheinander. Also nicht nach Wertigkeit, sondern einfach nur, was ich hier am besten greifen kann. Der liebe Ben Briggs hat mir hier Post geschickt und ich dachte auch so, wow, wie cool. Klemmbausteine, nein, aber noch viel besser. Er hat mir einfach so Schoki geschenkt. Also 1, 2, 3 mal hier Lindt, 4 mal Lindt-Schokolade. Ich weiß nicht, ob der Ben im Glücksspiel was gewonnen hat, aber richtig cool. Vielen lieben Dank, lieber Ben. Das knuspern wir schön zusammen. Ich gehe an die Seite. So, also Schoki ist immer gut. Dann habe ich mir beim Real, habe ich ja gerade erwähnt, einfach mal den Katalog, den aktuellen hier haptisch gekauft. Also, dass ich ihn einfach mal in der Hand habe, nicht nur digital. Ihr habt vielleicht den Stream von mir gesehen und mit Ben und mit Martin, wo wir hier und mit Max natürlich auch von zusammengebaut, verlinke ich euch unten, wie generell ich immer alles verlinke, was mir irgendjemand hier zugeschickt hat oder wo ich gekauft habe, einfach nur ein bisschen zum Austausch mit der Community. Also zweimal den Katalog, einfach mal, dass man in der Hand hat, in echt. So, dann habe ich mir bei Real, hier ist glaube ich sogar, 85 Euro, ui, das war was anderes. Baseplates in grün, kann man nie genug haben. Bei Real habe ich dann dies hier gefunden. Das hat der liebe Link von Link Steinekiste schon mal vorgestellt. Das finde ich ganz cool. So ein kleines Polizeistationchen und hier so ein kleiner LKW, der gerade einen Tresor rausreibt. In so einen Lego-Karton. Finde ich voll cool. Danke an Link für die Inspiration. Habe ich mir halt auch beim Real gekauft. Und ja, beim Real gab es etwas für 9 Euro reduziert. Was jetzt ja bald komplett eingestampft wird. Nämlich hier Video und dann musste das singende Lama einfach nochmal sein. Das finde ich am coolsten irgendwie. Und ja, für 9 Euro sind diese Boxen schon ganz okay. Gehen ja bald alle quasi wupp, retour, wird ja eingestampft. Lego mag das nicht mehr weitermachen. So, dann kommen wir mal weiter zur Post. Ich habe vom lieben Frodo Rider auf unserem Discord Post bekommen. Und zwar was ganz, ganz Seltenes. Das hat er mich gefragt, ob ich das haben möchte. Richtig lieb von ihm. Und zwar eine Asbach-uralte Kobi-Anleitung. Richtig nice. Damals sah Kobi noch etwas anders aus. Ich klapp's mal auf. Schaut mal, richtig cool. Die Kobi-Figur war noch sehr, sehr dänisch. Und hier auf der Rückseite, da hat sich irgendjemand als Kleinkind schon mal verewigt. Nicht weiter schlimm, aber für mich als Kobi-Freund richtig cool, so eine alte Anleitung in der Hand zu haben mit den, ja, vielleicht rebricke ich das auch mal, ist wahrscheinlich sehr schwer zu rebricken, nee, aber ich finde es cool, also sehr, sehr, sehr geil, bisschen was Geschichtliches rund um einen meiner Lieblings-Klemmbausteine-Hersteller, vielen, vielen lieben Dank. Oh, gucken wir mal, es passt nämlich hier auch, ist nämlich auch eine Polizeistation, bleib stehen. So, genau, wo machen wir jetzt weiter? Auch wieder Post. Vom lieben Alfonso. Ihr kennt ihn vielleicht als den Mastermind hinter dem coolen Klemmbaustein, nicht Forum, aber Newsblog, Klemmbaustein-Blog vom Breaking Brick. Ihr kennt ihn, ich überlege gerade, aber es ist ein ganz normaler Klemmbaustein-Blog. Der hat mir was Schönes zukommen lassen, nämlich einen Signaturstein. Da haben wir jetzt auch breakingbrick.de. Ich halte es euch gleich in die Kamera. Richtig cool. Angelehnt hier an Breaking Bad. Einer meiner Lieblingsserien und richtig cool. Ich weiß nicht, ob die Kamera es sieht. Wir klemmen dich gleich hier neben die Miepi. Richtig cool. Das passt voll cool. Und er hat mir auch einen kleinen Brief geschrieben.
Den lese ich euch mal ganz kurz vor. Salve Mitstreiter. Einfach als Gimmick schicke ich... Entschuldigung. Ruhe. Salve Mitstreiter. Einfach als Gimmick schicke ich dir mal meine 2x4 Fliese mit Blocklogo. Deine verspielten Videos mit hohem Aufwand produziert, fand ich schon immer nice. Vielen lieben Dank. Vor allem die Verkleidungen. Ja, leider konnten wir uns persönlich noch nicht treffen. Aber vielleicht können wir das im Sommer 2021 mal nachholen, bevor die Human Malware wieder zuschlägt. Ja, das stimmt. Bleib gesund, mach so weiter. Hoffentlich können wir uns mal gemeinsam auf ein Review mit Modbricks treffen. In diesem Sinne, auf Wiederbauen und Speedbildzeit ist Faktenzeit. Hau rein und bau fein. Alfonso aka Takeshi Nakawaga. Ja, meine Handschrift ist grauenhaft. Meine auch. Alfonso Takeshi, vielen lieben Dank dafür. Da hängt deine Fliese und da bleibt jetzt auch immer hängen. Also, das bleibt jetzt so für immer. Forever. Ja, dann habe ich auch Post bekommen aus dem wunderschönen Österreich. Um genau zu sein, aus dem schönen Wien. Vom lieben Pobaxi und der ganzen Crew von der Klemme, glaube ich. Und ich habe schon mal reingelunzt, aber nicht komplett. Und deswegen mache ich es mal auf. Und zwar Bücher. Bücher. Und das ist richtig cool, weil der Pobaxi und ich uns oft auf den verschiedenen Discords, entweder auf mein oder beim Doschten oder beim Holger oder wo auch immer, uns über die geschichtlichen Themen unterhalten. Wir tauschen uns da immer aus. Manche Sachen fließen bei mir ein, manche fließen bei seinen Videos rein, bei der Klemme. Wir tauschen uns da immer aus und das finde ich richtig cool. So muss das in der Community sein. Und ich fange mal nochmal an. Prüfung im August. Aha, der kleine Wappler. So flucht und schimpft Österreich. Das finde ich ziemlich cool. Ein kleines Büchlein über ja, Dialekte oder, naja, Fluchen. Goschert ist frech, das wusste ich schon, aber finde ich richtig cool. Knackwurst ist nicht die Knackwurst, sondern eine ästhetisch wenig ansprechende Verdickung im Nacken. Ah, okay. Froschfresser Franzose. Okay, alles klar. Cooles Buch. Das ist genau das Richtige für mich. Und ein bisschen mein österreichisches Deutsch oder Wienerisch, wie auch immer, ja, aufzupäppeln. Packe ich mal hier hin. Sprechen Sie Wienerisch von Adaxel bis Zwutschkal. Auch cool. Also ein richtig, das Standardwerk für den Dialekt. Alles klar. Perfekt. Lieben Dank, richtig cool, da freue ich mich drauf. Das muss ich noch durchlesen bis zum nächsten Treffen, bis zum ersten Treffen. Aber wird Pflichtlektüre, finde ich cool. Ich mag den oder die verschiedenen österreichischen Dialekte. Und dann ganz cool, was steht hier? Leider nur ein Bilderband. Naja, egal, aber es ist einer meiner Lieblingsflugzeuge, die Focke Wulf FW190, Spitzname Würger. Auf Englisch die frühen The Early Years Operation in the West, Rare Luftwaffe Photographs from Wartimes Collection. Richtig cool, freue ich mich drauf, ist eines meiner Lieblingsflugzeuge, werde ich euch hier auch nochmal von Kobi vorstellen. Richtig nice. Und dann kommen die Infos aus diesem Buch. Vielen lieben Dank nach Österreich, nach Wien an Pobaxi und Markus und Co. Vielen, vielen lieben Dank. Bücher gehen immer. Finde ich richtig gut, weil ihr wisst ja, bei mir im Kanal ist ja nicht nur Lego. Aber wir bleiben bei Lego. Ich habe den lieben S-Badabricks oder Grauen Panther, je nachdem, wie ihr ihn kennt, von meinem Discord oder unserem Discord. Er hat auch einen tollen YouTube-Kanal, verlinke ich euch unten. Er macht da oft so Retro-Reviews und dem habe ich was abgekauft. Und zwar hat er ganze Zeit Ritter vorgestellt und ich liebe ja die alten 80er, 90er Jahre Ritter von Lego. Und er hat da ein paar über gehabt und die habe ich ihm abgekauft und Freunde, es ist mir ein ganz besonderes Highlight. Oh, ich freue mich schon, richtig cool. Er hat die alle so sogar, ah, oh, schaut mal, hier die 6102, so Battle Pack in so einer kleinen Tüte, richtig cool. Hier die 6017, komplett einmal unvollständig, das ist glaube ich diese Kutsche, nee, das kleine Bötchen, das zeige ich euch gleich einmal. Ah, dann hier. Ich hol's mal raus. Auch wieder so ein Boot. Sind immer nicht alle vollständig, manchmal auch kaputt. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Es ist cool, es ist retro. Hier ist sogar das Segel rausgefallen. Oh, mein Herz schlägt richtig hoch. Ich komme gerade vor Freude ins Schwitzen. Hier haben wir die 6021, die zwei Ritter
vom Turnier, würde ich sagen, beim Thjosten. Hier haben wir die 6016, diesen kleinen Leiterwagen. Oh. Hier haben wir nochmal ein Battle Pack mit Forestmans, die 6103. Oh, es geht immer weiter. Die 6034, ganz, ganz cool. Wer es nicht kennt, mit dem Gespenst, was sogar leuchtet. Ah, hier die 6018, wieder ein kleines Boot mit. Oh, das war schon damals cool, als die Armbrüste rauskamen. Hammer. Oh, hier der Gefangenentransport mit Forestman, die 6042. Ah, und Leute, es geht noch weiter. Die 6035, diesen kleinen Wachturm. Oh, 6039, das ist auch, glaube ich, so eine Kutsche mit Ritter. Herrlich, herrlich. 6022, das ist, glaube ich, auch wieder so eine Mini-Kutsche, also sehr viel Pferde unterwegs. Soll einer mal sagen, ich mag Pferde nicht. Hier ein paar Ersatzteile, gerade diese Fahnen und diese Hahnenkämme. Ganz cool, die 6059, diese... Ja, Belagerung. Ich hole mal die Anleitung hier raus. Alles natürlich ein bisschen gelitten und verspielt, aber hey, so gehört sich das, ja. Richtig cool. Und dann haben wir hier noch ein Set, auch wieder. Das ist diese edle Dame. Diese ist die 6023. Das ist die Kutsche mit der holden Maid. Hier, ich zeige es euch so. So, richtig nice. Ich hoffe, da sind ein, zwei Ritterfans von euch auch noch da draußen, die sich jetzt mit mir freuen. Richtig cool. Lieber Stefan, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dir das abkaufen durfte. Ha, herrlich. Und ich noch, was habe ich jemanden abgekauft? Nämlich der lieben Jessie, ihr kennt sie alle, aus der Schweiz. Die hat einer Dame wohl aus ihren, glaube ich, Tante Emma Lädchen, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen Lego abgekauft. Und das sind bei uns angeboten auf dem Discord im Kleinanzeigenbereich. Und da habe ich gedacht, komm her, da schlage ich mal zu. Weil da ist etwas, was ich noch nie hatte. Das war in den Zeiten, wo ich nur Lego Star Wars kannte. Und das stelle ich euch jetzt mal vor. Da habe ich was gekauft. Und dann habe ich natürlich noch für meine Freundin was mitgekauft, die ja auf Technik steht. Hui, schön eingepackt, liebe Jessie. Ich hoffe, dir und deinen Katzen geht es gut. So, oh, richtig schön eingepackt. Schaut mal hier. Und zwar Lego Racers. Und diesen, ja, für mich sieht das aus wie ein Camaro. Das finde ich einfach cool. Die Verpackung schon hier vorne mit den Flitzer. Dann hier. Das ist also wirklich an mir vorbeigegangen, weil ich... damals halt nur Star Wars geguckt habe und ich weiß nicht, ob das hier Franken oder Franc sind, 25 Franken 90. Schaut mal, stelle ich mal hier hin. Und für meine Freundin habe ich dann noch einen, ja, Radlader von Lego Technik bestellt. Ich glaube, da freut sie sich drüber. Oder freut sie sich drüber? Kriege ich keinen Daumen hoch? Daumen hoch, da. Hey, da freut sie sich drüber. So, Karton geht an die Seite. Also, der kostet 29 Franken, nee, 25, doch 29 Franken 50. Uiuiui. So, ey Leute, das ist eine ganze Menge, was ich mir gekauft habe, aber das ist noch gar nicht alles. Es geht noch weiter. So, Alfonsos Brief soll nicht weg. Wo fangen wir jetzt an? fangen wir hier hinten an. Ich habe mir was, hier nach unten wird gezeigt. Ich habe hier noch einen Karton aus dem Hause Billund. Ich hatte noch einen Gutschein, den habe ich eingelöst und habe mir was gekauft, was ja auch schon wieder bald EOL geht. Ups, die Kamera soll mich hören. Ist ja mittlerweile irgendwie gefühlt, alles, was so neu kam, geht wieder gleich nach einem Jahr raus. Ta-ta-da. Und weg. Das macht am meisten Spaß, also ein Haul-Video, den ganzen Kram hier wegzuwerfen. Hui, hui. Freunde, natürlich hier das GWP, die 40486, für mich nochmal als Adidas-Sneaker-Freund, kann man nie genug haben, finde ich voll cool. Aber ich habe mir was gekauft, was bei euch schon ein alter Hut ist, was ihr alle schon hattet, ich aber noch nicht. Die Razor Crest, Katze, geh weg, da kommt ein Karton geflogen. Hui! So, Katze hat sich nochmal in Sicherheit gebracht. Da haben wir sie. Ich habe sie noch nicht gehabt, beziehungsweise nur die echte. Das ist ja hier nur der Transporter, das wisst ihr ja. Das ist die
75292. Die werde ich euch aufbauen, aber, und ich habe es mir gekauft, weil ich von Night Vision Bricks, so hinter mir eine getunte, eine gemockte, eine richtig coole beleuchtete habe. Und die vergleichen wir dann mit dieser ganz normalen, stinknormalen. Da wollt ihr bald ein Video folgen. Freue ich mich richtig drauf. Also hier die normalen Transporter des Mandalorianers und dann bald die richtig coole von Night Vision Bricks. So, packen wir mal hier zur Seite. Das ist, Freunde, einmal durchschnaufen, Wasser trinken. Wenn ihr hier schon was gruseln hört, dann ist das die Murks, die sich wieder freut, wie, als hätte sie Geburtstag, was sie übrigens hatte. Ne? Aber sie freut sich hier, dass es wieder viel Karton gibt und Verpackungsmaterial. So, hier habe ich nichts mehr. Hier habe ich aber noch zwei große Kartons. Ja, schauen wir mal. Ja, was willst du mir sagen? Die Murks ist hinter dir. Hätte er sagt, was du mir sagen möchtest? Du vergisst einen Karton. Ich vergesse einen Karton. Der direkt hinter dir steht. Der direkt hinter mir steht. Ach so, ja, so Regieanweisungen. Ich habe mir noch beim Heimaturlaub, als ich bei meinen Eltern war und mir meine Haare habe schneiden lassen, habe ich mir im Kaufhaus Kösel, habe ich dieses Gebäude entdeckt, nämlich Emmett's Dreamhouse Rescue Rocket aus den Lego Movie 2 habe ich mir im Kaufhaus Kösel gekauft. Das gibt es ja so auch nicht mehr und da war ich ganz froh, das zu finden. So ein kleines schnuckes Häuschen, das man sogar aufmachen kann, woraus dann man Emmett's Rescue Rocket rausmachen kann. Ein 2-in-1-Set von Lego, finde ich richtig cool. Gab es da sogar für den normalen UVP. Unverbindliche Preisempfehlung, richtig nice. Also, das gab es auch. Danke Regie dafür. Hätte ich echt vergessen, aber wäre zu schade gewesen. Also ich habe den nie ganz zu Ende geguckt, aber bis zum Häuschen habe ich es gesehen, lustige Szene. Und wie gesagt, ein schönes kleines Häuschen, was man sich in den Garten stellen kann, finde ich richtig gut. Hui, so, jetzt geht's hier weiter mit größeren Paketen. Ich habe mir bei Modbricks was gekauft und zwar etwas für meine Nachbarin, die hat bald Geburtstag. Ich hoffe, ihr verratet nichts, wenn ihr das Video sieht oder wenn ihr meine Nachbarin kennt. Also bitte, da habe ich was gekauft und dann natürlich auch was für mich selber mit. So, hat die Lucia ja schön eingepackt hier. Aufschneiden. So, boah, gut eingepackt. Einmal für den Papa, für mich. Die Heinkel hier 111P2 von Kobi. Das Set 5717, ja eines der neuesten jetzt so von Kobi. Freue ich mich richtig drauf, kann man eine Menge zu erzählen. Deutschlands ja quasi Standardbombe im Zweiten Weltkrieg. Wupp, wupp. Und dann noch lange bei den Spaniern geflogen. Richtig cool. So, geht hier an die Seite. Und dann für meine Nachbarin, wie gesagt, nichts verraten. Ne? Die ist ja meine kleine Spieletesterin, meine heimliche. So, Katze, aufpassen, Katze. So, babum. Von Cumin, die 32014. Ich glaube, das Wasserschloss, so heißt es. Nee, Hedda, dann sag mal, wie heißt es? Rainbow. Rainbow-Schloss. Ja, wobei, man sieht ja auch hier, ne? Da hat er, glaube ich, sogar, kann man sagen, Cumin eher als Lego hier quasi, ne? Everything is awesome. Also nein, jede Treppe ist anders. Ihr wisst, was ich meine, eine Regenbogentreppe. Und ich glaube, es heißt auch Rainbow Fountain, irgendwie so, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Cumin-Set, 605 Teile. Lake Rainbow Castle, da steht's doch. Geht an meine Nachbarin, wird also keine Review hierfür geben, schenke ich meiner lieben kleinen spanischen Nachbarin. So, und dann hat mir der Sebastian wieder was zukommen lassen. Ich hatte bei ihm was bestellt und ein bisschen was darf ich euch auch wieder präsentieren. Oh, richtig cool, ihr wisst ja, Sebastian von A, Kobipedia, B, den Kobi-Freunden Gär und natürlich von Building Bricks. So. Oh, auch gut eingepackt, auch im Lego-Karton. Übrigens, hier steht nichts, wovor man sich fürchten müsste. Ich hoffe, da gibt es kein Urheberrecht dran. So, aber ich kann das auch. Nichts, wofür man sich fürchten müsste. Ganz im Gegenteil, denn ich weiß, es ist Kobi drin. Da braucht man sich nicht fürchten. Da hat man Spaß. Oh, uiuiui. Richtig cool, Freunde. Oh, wie geil. Das ist sogar Kobi-Verpackungsmaterial. Schaut mal. Das ist Kobi. Katze, freu dich, Kobi. Hui. Okay, sie rennt weg. So, Freunde, jetzt wird's Kobi-tastisch. Muss ich aufpassen. Ganz neu, ja, bei Kobi, wo ich mich sehr darüber freue. Deje Vu, die Ente Citroën Typ 2A. Regie, was meinst du mit hier hoch, runter? Man sieht nichts. Ach so, blendet es zu viel.
Citroën 2 CV Typ A von 1949. Ganz cool, dass das Citroën-Logo dann noch anders aussah. Stelle ich mal hier hin. Dann haben wir hier noch die 7,5 cm Pack 40. Ganz berühmte deutsche Kanone. So, dann haben wir, fangen wir hier an, den Opel Blitz. Den Opel 3600. Ich kann das, liebe Regie, du musst mir das anders zeigen. Ich kann es nämlich leider nicht so. So besser, liebe Regie? Perfekt. Den Blitz 3600. Freue ich mich drauf. Kann man auch eine ganze Menge, Geschichte zu erzählen. Oh, ihr seht, es ist viel zu viel fast schon. Und hier haben wir den 1937er Mercedes 230. Schaut mal euch an, Kobi, die 2251. Ich stelle es mal jetzt hier. Hui, es wird echt eng, weil es kommt noch eine ganze Menge. Dann habe ich mir selber, also ich habe mir was bestellt, und zwar den Horch 2255, die Limited Edition Deutsches Afrika Corps, die Nummer 32. Und das gleiche nochmal, die Nummer 10. Richtig cool. Da werde ich euch auch eines von vorstellen. Geht aber jetzt mal hier an die Seite. Ihr wisst, Limited Edition bei Kobi immer so ein Thema. Dann freue ich mich auch richtig drauf. Ich packe mal hier eins so. Und nochmal so. Wow. Jetzt habt ihr es vielleicht schon gesehen. Der Karton geht auch an die Seite. Katze. Ha, immer viel Pappe, ne? Einmal wieder durchatmen. Danke und Prost an euch und an die Regie. Man muss hier immer so ein bisschen aufpassen mit diesen glänzenden Kartons, deswegen dieses, die Header macht hinter der Kamera immer, zeigt mir immer, wie es halten soll, damit es nicht zu sehr blendet. Also nochmal hier die 7,5er Pack 40 und die Ente, da freue ich mich richtig drauf, 1:35. So, kommen wir zum großen Brocker, zum großen Brocken, zur TOC 2, den Super Heavy Tank aus dem Tank Museum in Bovington. Ich glaube, da gab es nur zwei oder drei Stück von. Das Set 2544, 1225 Teile. Coole Farbkombi. Auch ja ganz neu von Kobi. Richtig nice. Oh, ein großer Brocken. Und das andere Set, was ich noch euch vorstellen möchte, ist, hey, da freue ich mich richtig drauf, den Flakpanzer 4 Wirbelwind. Man sieht mich nicht mehr. Da. Die Set Nummer 2548, 590 Teile. Das wird richtig cool. Ich hoffe, es spiegelt euch nicht zu sehr. Ihr könnt sehen, was es ist. Ja, Freunde, ihr seht eine ganze Menge. Schaut bitte mal unten in die Videobeschreibung rein. Da verlinke ich euch alle die Bezugsquellen, wo ich was gekauft habe, den Discord, zu den netten Leuten, die mir was geschickt haben. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier wieder heil rauskomme aus dem Kartonmüll. Ich hoffe, Murks habe ich nicht erschlagen. Ich glaube nicht. Bleibt gesund, Freunde. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß daran, wenn ich hier was für euch auspacke. Ja, vielleicht habt ihr auch jemanden, den ihr was einfach so schicken könnt, den ihr mögt. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt euch lieb, ich hab euch auch lieb. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.